Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was ich unten wollte. Allerdings könnte es sein, dass ich nur schon mal in Richtung der Kopfmühle gehen wollte, um zu gucken, ob wir noch da sind. Hm. Wow. 82 Stück. Ja, super. Okay. Go. So, die raus, die rein und das sind meine neuen liebsten Freunde. Und die anderen mag ich nicht mehr. So, das sind jetzt Dreier. Jetzt fordere ich ab sofort keine Zweier mehr an, sondern nur noch Dreier-Gottmodule. Und hier kommen jetzt die ganzen Zweier rein. Was? Schon so viele? Okay. So, du bekommst dann auch die Dreier-Gottmodule. Macht so gut wie keine Pollution, hat eine Crafting Speed von fast 20 und verbraucht so gut wie keinen Strom. Ah ja, das ist ordentlich. So, also die sind jetzt mit Dreiern versetzt. Alle drei, okay. Dann, jene Artefakte. Oh stimmt, die Lettering können wir jetzt ja. Mach mal Roboter. Die raus, die rein. Boah, die werden jetzt so schnell zersägt. Das ist echt übel. Davon hätte ich gern ein paar. Falls wieder irgendwas... Achso, oh, genau. Die ganze Zeit immer schön weiter Schulterpanzer-Dinger bauen. Dreier-Speed-Modul brauche ich dafür noch. Dreier-Speed-Modul. So. Also Speedmodule sind in der Arbeit. Gottmodule haben wir eine ganze Menge. Was hatte ich noch auf der Liste, was ich unbedingt super schnell, super effektiv machen wollte? Also ja, theoretisch oben die Replikatoren. Oh, genau. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist. Wir hatten die besseren, beziehungsweise die wurde, ist Radex aufgefallen. Wir hatten die besseren Replikatoren erforscht, aber ich habe sie gar nicht gebaut und gesetzt. Die sind hier. Vierer. Crafting Speed 8. Da. Tachyon, schieß mich tot. Die da. Davon hätte ich gern ganz viele. Und die hätte ich gerne dann gesetzt. Wo war unser... Da oben. Der Versuch hier. Da kommen jetzt auch überall Dreier-Module rein. Zip, 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 zip. Ihr passt immer noch nicht, nö. Und ihr habt schon Vierer-Module. Ja. Also sie scheinen gut was gemacht zu haben. Aber nicht so viel, dass ich sagen würde, boah, das ist total übertrieben. Oh, damit kann ich leben, dass ich immer so einen kleinen Einfluss habe. Hier nix, hier nix, hier nix, hier nix. Was sagen die Ressourcen? Wow. Okay, Ressourcen müssten wir auch nicht mehr steigern. Wir haben schon viel zu viel Eisen und Kupfer. 100.000 wollte ich haben an Puffer. Kupfer ist okay, Eisen wird hier schon zu viel, das könnte schon fast zu müllen. Allerdings könnte ich einfach mal die Begrenzung bei den Eisenkisten ändern. Dann wird gut was an Eisen verbraucht. Außer ich tue jetzt überall Gottmodule rein. Was habt ihr überhaupt drin? Na, ihr habt schon zwei Gottmodule drin. Ja, also jetzt muss ich mir wohl gar keine Gedanken mehr machen. Weder über Strom noch über Ressourcen. Weil ich kann alles super stromeffektiv machen und super produktiv. Ja, die müsste ich theoretisch alle einmal abreißen und neu setzen. Das ginge ganz einfach, indem ich... Warte mal. Die Labore anfordere. Achso, indem ich aber Blueprint mache, ne? Ja, mach einfach ein Blueprint davon. Blub. Reiß das ab. Und setz es gleich wieder drauf. Das Einzige, was verändert werden sollte, wären die Module, die drin sind. Das heißt, ich nehme jetzt die da und mache einfach klatsch, 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 klatsch. Klatsch, 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 klatsch. Und bei denen da drin...
das Ganze so. Das heißt, Forschung ist jetzt super duper effektiv und toll. Und wir forschen dann gleich mal. Kommen die Roboter momentan einigermaßen hinterher? Ja. Brauchen die Roboter gar nicht besser machen gerade. Okay, Zeit zum Rumspielen. Ich hätte gern Tank Cannon Damage. Wie oft kann man das erhöhen? Ach, kann man gar nicht so oft erhöhen. Und zwar den Tank Cannon Damage hätte ich gerne erhöht, weil ich ja die Panzer gebaut habe. Und ich habe ja immer noch so die kleine Hoffnung, dass wir das irgendwie damit nochmal hinkriegen, ein bisschen Unsinn zu machen. Haben wir euch beschränkt? Nö. Können wir euch automatisch in die Welt setzen? Ja, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also wir können sie nicht automatisch hinstellen und sagen, go. Weil hätten wir ja theoretisch das Ganze automatisieren können. Hätten wir, keine Ahnung, 10 Fabriken gebaut davon und dann werden die automatisch gelegt und fahren sofort los und versuchen irgendwas zu zerstören. Würden sie wahrscheinlich nie schaffen, aber hey. Ja komm, 300 Dinger da, das können wir kurz machen. Haben wir eigentlich den Turret Damage und so weiter schon mal erhöht? Also nicht, dass wir jetzt in Gefahr schweben würden, aber ginge das noch weiter? Ja, Laser Turret Shooting Speed geht noch. Und auch Damage. Es geht sogar noch richtig häufig. Dass man irgendwann nur noch einen einzigen Turm braucht, oder wie? Das finde ich ein bisschen übertrieben, dass das 20 Stufen hat. Aber okay, jedem sein Spielzeug. Das erhöht jetzt aber auch nicht irgendwie die Stromkosten oder so. Nö, ich glaube nicht. Okay. Bessere Schilde, forsch mal. Oh, und die besseren Replikatoren sind in Arbeit. Gut. Da poppen die jetzt auf. Flup. Ja, gleich. Flup. Ihr habt genauso viele Slots, nur es ist okay. Und es wird nichts gecraftet. Gucken wir doch mal, wie viele Schulterpanzer inzwischen reinpassen. Da. Sind ein paar. Achso, das waren die alten. Ja, die können raus. Bau bitte. Wieder nicht noch Lasertürme angefordert. Haben wir nicht eine Laserturmproduktion irgendwo gehabt? Ja, aber anscheinend wurde die abgerissen. Ja, das geht nicht. Wir brauchen Lasertürme andauernd für irgendwelchen kleinen Kram. Also mach einfach mal hier so ein kleines Ding hin. Ne, hier könnten wir noch was gebrauchen für was anderes. Bau das hier hin. So. Und du stellst bitte ganz normale Cut-Ruby. Ganz normale Lasertürme. Ach da, ganz normale Lasertürme. Stahl Brown Weak. Mit Göttern. Da. Ja, ich war eine Weile krank und anscheinend haben die paar Tage gereicht, dass ich vergessen habe, wo welche Module abgespeichert werden. Also wo welche Sachen zu finden sind hier in dem Menü. Ist ein wenig komisch. Gut, was suche ich jetzt gerade? Weak Capacitors. Die waren doch eigentlich bei Ditec. Ah ja, da. So. Also beschränk dich mal auf, keine Ahnung, 4 Stacks. Und werd mal besser und toller. Wir haben Weak Capacitor nicht automatisiert. Ernsthaft, Jungs. Alles muss man selber machen. So. Du stellst bitte her. Weak Capacitor, du stellst bitte her. Weak Flux Capacitor, du machst dazwischen das da. Du brauchst nur Eisen und Kupfer. Und ihr beide kriegt schon mal Gott. Du forderst an Eisen und Kupfer. Go. Oh, kein Kupfer, sondern Kupferdraht. Mist. Du. Kupferdraht. Go. So, und dich beschränken wir mal auf 2 Stacks. Du brauchst jetzt auch nochmal Kupfer und Eisendraht dazu. Also machen wir so. Und du wirst dann beschränkt auf 4. Und dann sollte jetzt alles funktionieren. Und der erste Laserturm kommt.
und müsste gleich zu mir geflogen kommen. Jo, goodie, goodie, goodie. So schnell und einfach kann das gehen. Jetzt mal dahin, wir haben wieder was zum Aussortieren. Sortier Panzer aus, komische Ärmchen aus, Module raus, Dreck raus, ein C und die nicht. Ich wollte das M. Ah. Inventar verändert sich zu schnell. Du kannst weg. Die können auch erstmal weg, solange bis ich sie wieder anfordere. Fordere ich sie gerade an? Nein. Die ganzen Dinger brauche ich, glaube ich, gar nicht. So. Schon mal zumindest ein bisschen Ordnung. Okay. Crafting ist noch im Gange, das kannst du auch mal abbrechen, weil wir haben jetzt die Türme ja direkt, da musst du sie nicht selber craften. Und dann ist es, glaube ich, auch schon mal wieder Zeit für einen neuen Lasertest. Oh, wo sind meine fertigen Piu-Pius? Ernsthaft, wo sind meine... Oh. Menu braucht hier lange. Na gut, trotzdem einmal kurz rausgehen töten. Und das bitte alles einsammeln. Auf Strom achten. Das ist schon mal laut. Strom geht sehr gut runter. Oh oh. Ja, geh mal. Wow, da noch welche. Also es ist primär laut. Aber ansonsten kommt es ungefähr an das ran, was ich gerne hätte, was extra Schaden angeht. Allerdings kommen wir bei weitem nicht hinterher, was die Energiegewinnung angeht. Das heißt, wir bräuchten jetzt Fusionsreaktoren MK... Erstmal noch zwei MK4er dazu. Und danach wahrscheinlich alle auf MK5 bringen. Und die baue ich jetzt trotzdem... Ja, das kannst du abbrechen. Den einen baue ich trotzdem schon mal ein. Das soll dann später unser Standard sein. Wobei ich mal das nach unten mache, so. Damit wir hier noch mehr davon reinhauen können. Was fehlt uns für die? Gar nichts. Bau zwei davon. Was fehlt uns für die da? Zweier Produktivitätsmodul. Ja, das sollte nicht so das Problem sein. Zweier. So. Nochmal welche davon. Okay. Das heißt, es ist jetzt alles soweit in der Warteschlange, dass wir noch zwei MK4 Portable Fusion Reaktoren fertig haben. Das heißt, wir haben uns um die Gottmodule gekümmert, wir haben uns um die Schulterpanzer gekümmert, wir haben absolut keine Ressourcenprobleme mehr. Strom... Ich sehe keine Stromprobleme. Trotzdem könnten wir mal spaßeshalber die... Oh, das können wir machen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Weil ich ja schon oft genug geprahlt habe, dass wir keine Stromprobleme mehr haben und prompt 10 Folgen später alles im Bach untergegangen ist, würde ich jetzt ganz gerne die hier erstmal upgraden und dann unten die Anlage, die die Solarpanels und die Akkus und so weiter macht, die gerne ein bisschen pimpen. Dass da ein richtig großer Vorrat jederzeit ist und dass wir schon mal alles vorbereiten für die nächste Stufe, für die Roten. Die ja gleich fertig ist, weil die Forschung irre schnell geht. Damit wir dann auch wirklich keine Stromprobleme mehr haben. Das heißt, wir machen hier zwischen schon mal die Ärmchen. So. Wir machen diese Beschränkung weg, weil wir es uns leisten können. Jedenfalls auf eine Reihe. So. Wir machen hier überall Dreier-Gottmodule rein. Und wir reißen mal das hier ab, damit die alle aufgestuft werden können. Mangelt an allen Conduits. Achso, nur weil die Beschränkungen hier so klein sind. Mach mal so.
So, dann ist der Puffer drin größer und das klappt dann besser, denke ich mal. Das war noch zu Zeiten, als wir Ressourcenprobleme hatten. Damals. Oh, fertig, okay. Du da. So. Das heißt, hier werden jetzt sehr schnell sehr viele hergestellt. Woran hapert es bei dir? Sollte eigentlich alles durchgehend da sein. Achso, die Ärmchen. Aha. So, viel besser. Okay, das heißt, jetzt sollten wir eigentlich alles... Stromprobleme. Was? Achso, ich habe wieder irgendwo irgendwas gekappt, ha? Verbinde mal hier. Check ich nicht. Du müsstest doch angeschlossen sein. Über das, über das, über das, über das. Hier hoch, da lang. Oh, hier fehlt einer. Mal dazwischen. So. Jetzt habt ihr da unten auch wieder Strom, hm? Ja, okay. Ich hatte es gesagt. Also es ist nicht ganz so gekommen, wie ich dachte, mit Stromausfall, aber wir hatten Stromprobleme. Obwohl ich die Klappe aufgerissen hatte. Aber das war nur ein Verkabelungsproblem, das ist zu vernachlässigen. So, das heißt, jetzt müssten wir eigentlich unten genug haben, um hier mal ein bisschen mehr auf einmal aufzustufen. Der kann trotzdem weg. Auch wenn das Muster jetzt schon fast albern ist. Eigentlich könnten wir irgendwo einen riesigen Block einfach hinsetzen. Also hier den gesamten Südwesten der Basis zu einer riesigen Solarzelle machen und zum riesigen Akkublock daneben. Aber so hat es wenigstens noch ein bisschen ästhetischen Sinn. Also mit Mauertürmen, Solarpanels, Akkus und so. Bessere Roboports. Ja. War auch noch auf der Liste. Bessere Fusionsreaktor ist mir gerade wichtiger. So, wir craften gerade nichts. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, die da sind fertig. Und ich hätte gerne die Gehhilfen. Was fehlt da? Rote Engines. Gib mir rote Engines. Ruhig ein paar mehr, damit die Roboter nicht zweimal fliegen müssen.